sehr, sehr wichtig als erfolgreicher Trainer ist, einfach mal random Dominanz zu zeigen. Und Dominanz zeigt man in Form von... Komm mal, mehr Motivation. Freunde, der Haifisch kommt. Einfach ein bisschen rein. Hey. Jungs, wie sind die Beine? Ich kann nicht mehr, ne? Hey, ich hab denen gesagt, wir sind das Olympiateam von Deutschland. Komm, noch eine. Komm mit Marc ab. Ich hab voll viele Krämpfe gerade. Nach anderen, das ganz tiefe Meer. Ah! Freunde, das ist ein Ey, ihr seht, Freunde. Andy hat eine scheiß Pfeife um sich. Was heißt denn Pfeife um sich, Glück? Der Anschiss. Voll viele Krämpfe gerade. Freunde, Coach Andy ist heute am Start. Ey, ihr seht, wir sind noch ganz kurz in unserem Airbnb. Wir gehen gleich mit den Jungs. Glück, Ron, Nico, Iraj, Marc, Tim. Haben wir jemanden vergessen? Math. Kraft. Freunde, wir gehen allesamt schwimmen. Ihr seht's, Freunde. Schweiz. Ihr seht's, Freunde. Großbritannien, Spanien, Kroatien, Israel, Irland. Freunde, ey, ich möchte gar nicht zu viel sagen. Wir gehen zu den anderen Idioten. Wir fangen gleich das Training an. Coach Andy heute. Ich sage an dieser Stelle einfach mal. Maskenträger, ist ready für die Cardio-Einheit. Es freut mich immer sehr, potentes Personal zu haben, das weiß, was man macht, das weiß, wie man trainiert. Lazaridis, bereit für die Einheiten? 100 Meter locker einschwimmen. Geil. Jungs. Boah, ist das unangenehm. Mach nochmal, nochmal. Wo ist Iraj? Verloren. Ich feier diese 2000er Hits hier richtig. We can make it if we try. Lange gewartet? Stunde. Hat es dir gefallen? Ja, wir haben immer diesen Ausblick genossen. Auf die. Bro, warum filmst du meinen Schwanz? Bro, weil es geil ist. Ja, easy. Ist das richtig? Komm mal her, ganz kurz. Ist einmal ganz kurz weiß. Ich bin sehr stolz auf diese Einstellung. Wo ist denn Iraj? Die machen wieder Sightseeing. Ja, du solltest vloggen, aber ohne reden. Kameras kurz weg, wir müssen professionell wirken. Ey, ich hab denen gesagt, wir sind das Olympiateam für 2024 von Deutschland. Die denken, wir sind Olympiateam 2024 für Deutschland. Perfekt. Und du bist der Erste. Ich hab das echt gesagt. Ja, Mann. Was haben wir nicht bekommen? Müssen wir uns jetzt wieder aufwärmen? Mobility und ja, ja. So? Können wir nicht einfach mal losschwimmen? Nein, ich mach's mit Deutschen. Jeder nur so, wie er kann. Bist du ready für den Sound? Dieser Sound wird jetzt 1,5 Stunden in deine Ohren fluten. Wird ja nicht sein, weil in meinen Ohren wird Wasser sein. Wann fangen wir jetzt mal an? Ey Jungs, einwärmen. Ist doch falsch auf dem Kopf, oder? Ey, können wir uns mal hier aufwärmen und nicht da hinten am Ende der Welt? Die machen wieder Sightseeing. Das ist doch nicht richtig, Digga. Wie kann man das sehen? Ich sehe gar nichts hier durch. Können wir hier mal aufwärmen oder was? Ja, ja. Mein Bester. Du bist Engländer heute. Freue mich für dich. Das Ding ist richtig tight. Ja, Mann. Du siehst aus, als ob du gerade eine richtig schwere OP hast. Das ist es. Das ist es. Ich fühle mich, als hätte ich ein riesen Kondom auf dem Kopf. Gib mir mal kurz den seitlichen Look bei dir. Seitenprofil. Ja, komm fresh, Digga. Was machen wir denn jetzt? Einton. Gut. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Olympia-Vorbereitung. Ist. Weil gefühlt sind wir gerade einfach nur dreimal umgezogen. Und es ist einfach nichts passiert. Ich mache einen sehr effizienten Kreis. Deswegen, meine Herren, effizienter Kreis. Warum? Du hast nicht mitgemacht. Ey, das ist racist. Weiter so. Ey, Ron, bitte auch in den Rücken rein. Den habe ich schon gemacht, bevor du den gemacht hast. Sehr gut, danke, Claudio. Ey, jetzt komm ich zu den Beinen. Am Anfang einfach ein bisschen reinhüpfen. Rein, das hast du ja auch für gut, sagen wir. Einmal ein bisschen reinspringen. Wir machen uns gar keinen Stress. Jetzt nehmen wir ein Bein nach oben und rechts. Wir machen diese großen Schritte. Also würde man über Zwerge. Nico, noch mal ganz kurz einmal reingucken. Der Haifisch kommt. Komm, Ronny, wie ein Olympiaschwimmer. Das war strong. Next one, Jungs, next one. Schön langsam, Ron, du musst reinkommen. Bitte? Blöd Abi, let's go. Iraj auch von drin. Also, Mavi, go. Mach ein Köppi. Komm, Iraj, mach ein Köppi. Iraj auch von drin. Komm, Iraj, mach ein Köppi. Ohne reden. Also Jungs, macht euch gar keinen Stress. Köppi, mach. Die Idioten sind gleich zurück. Die alten Leute schauen schon wieder, weil die haben echt das gleiche Tempo. Für ein Olympiateam nicht das Beste. Egal, wir machen das Beste raus. Das kann ich nicht. Haben wir einen Krankenmann? Marc, wir haben halt so ein Brettchen, Bruder. Marc ist der Fortgeschrittene, der schafft auch ohne. Ey, Pepe, kannst du meine Brille? Boah, schon gut kalt. Oh mein Gott. Also Jungs, ihr drei, ihr macht am Anfang, ihr geht einfach so, ihr nehmt das Brettchen nach vorne und macht einfach Brust. Ihr zwei macht dorthin das Gleiche, aber ihr macht diese Bewegung.
Okay. Sollen wir loslegen? Ja, let's go. Was machen wir? Immer so. Das ist Schmutz. Warum ist es so schlecht? Ich hab einen krampfen Rücken, Alter. Oh. Und Jungs, wie sind die Beine? Ich kann nicht mehr, ne? Haben wir einen Krankenmann? Meine Schienbeine ziehen. Ja, ja, das meine ich. Komm mal, wir haben es gleich. Ronison, komm her. Tagspaziergang hier im Freibad. Also Jungs, okay, Männer, ich mach Pause. Ich hab's gerade die letzten Meter fast nicht geschafft. Jeder nur so, wie er kann. Ja, wir machen ganz kurz Pause. Ja, ja, ich mach mal ganz kurz eine lange Pause. Also Freunde, ein Problem, das sehr, sehr viele haben, ist das Atmen. Man sieht, die Raucherpartylungen dominieren hier das Umfeld. Aber Freunde, wir machen Übungen, ihr seht, ihr ratet in die andere Richtung. Ja. Freunde, ihr seht, wir wollen unser Bestes. Es wird schon gut kommen, ich bin mir sicher. Du, das ist nicht so oft schön. Schau, wie du Marc machst. Du musst Marc. War das richtig? Ja, aber du musst beim Hochkommen, du musst unter Wasser noch die Arme nach vorne bringen. Checkst du, du gehst runter, so, und beim Hochkommen gehen die Arme nach oben. Das ist koordinativ nicht verständlich. Blöd, Abi, wo ist der Krank? Boah, jetzt fangen die Mindgames an. Ah, shit. Was wird es euch geben? Jetzt wird es vielleicht ein paar Sprints geben. Klöt gegen Eggers ist, glaube ich, interessant. Oh, shit. Dann will ich von dir noch 100 Meter voll auf Butterfly sehen. Denkst du, schaffst du noch Andy, Abi? Ey, Freunde, ich muss ins Wasser. Ich muss helfen. Ja. Ey, der Pump ist da. Schau dich mal an, guter Mann. So, Leute. Eber. Braun hat sich schon gesteigert, oder? Beinschlagtechnisch? Ja, beinschlagtechnisch, ja. Ich denke auch. Du pisst mir hier gleich wirklich in die Hose. Da ist der gute Mann. Komm, eine machen wir noch. Ey, die Motivation ist, komm, noch eine. Komm mit Marc, Abi, komm. Komm. Richtige Sportler gibt's immer einen Trick. Bisschen so. Abi, Abene, blöd Abi. Goine. Wie geht's, Sachsen? Es gibt gleich ein Battle. Es gibt gleich ein Battle. Scheiße, ich hab voll viele Krämpfe gerade. Ey, Marc, du bist ready fürs Battle gegen Claudio? Ey, ich schwimm hier meine Wanne. Ey, du bist so ein King, ey, so ein Macher. Jeder nur so, wie er auch kann. Also, Freunde, ich bin ein bisschen eingeschwommen. Nico wird der gute Mann. Der war früher auch schon mal. Der hat mich jetzt herausgefordert. 50 Meter Schmetterling all out. Also, schnell wie es geht. Er wird stoppen. Nico, was denkst du? Wie viel? Ja, ja. Wirklich, bei mir ist gerade. Na warte, wir sehen es gleich. Freunde, ich werde gleich all out gehen. Boah. Ich habe schon über 30. Komm, wetten wir, ich habe 130. 5, 4, 3, 2, 1, go! So. Wir haben gleich 20 Sekunden. 25. 30. Wir machen es auf ziemlich genau 30. Letzten 10 Meter. War wie meine Geburt. Unertragbar. Meine Herren, wie war's? Anstrengend. Ehrlich, 1 bis 10? Halt 10, Digga. Blöder Baby. Also mich hat halt die ganzen Krämpfe mich einfach gef***. Von 1 bis 10? Nee, 7,5. Aquaman, der einzige Ware. Hey, war geil. So 10 vom Cardio-Faktor her. Mister? Ja, war nice. Ich bin zwar nicht so der Schwimmer, aber war mal eine gute Abwechslung. Shindy, Fazit? Ich höre hier ziemlich viele hohe Zahlen. Ich nicht auch. Ganz hinhauen, glaube ich. Ey, jetzt ist scheiße, Mann. Das hab ich selber nicht. Ja, du solltest vloggen, aber ohne reden. Denkst du, geht das? Das wäre gut. Genau. Aber auf so Spanisch, damit wir mehr Views machen. Ja. Du machst jedes Video in andere Sprache, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Fühl ich.